Bei mir im Studio begrüße ich noch einmal Ulrich Wickert, den langjährigen ARD-Frankreich-Korrespondenten. Herzlich willkommen. Herr Wickert, in den ersten Hochrechnungen nach diesem ersten Wahlgang lagen Emmanuel Macron und Marine Le Pen gleich auf, bei ungefähr 23%. Jetzt erreichen uns Nachrichten der Agentur Reuters und AP, dass Le Pen sogar Macron überholt haben soll. Bei 24,3% liegt sie und Macron angeblich bei 22,1%. Sehen Sie dieses Aufholen der rechtsextremen Marine Le Pen als ein Referendum für den Vormarsch des Rechtspopulismus in Europa? Oder wie bewerten Nein, Sie das? Sehe ich eigentlich in der Form nicht. Also man darf nicht vergessen, dass Le Pen bei Wahlen schon mal 27% landesweit gemacht hat. Also insofern, es ist erstaunlich, dass die Hochrechnungen so falsch am Anfang gelegen haben. Woran das liegt, weiß man nicht. Aber das Wichtige hierbei ist ja jetzt, dass Macron in die Stichwahl mit Le Pen kommt. Und inzwischen haben ja schon ganz viele Konservative, also zum Beispiel Fillon selbst, aber auch Juppé und andere, Raffarin, ehemaliger Premierminister, aufgerufen, Macron zu wählen. Der sozialistische Kandidat Amon hat aufgerufen, Macron zu wählen. Das heißt, ich gehe fest davon aus, dass Macron den zweiten Wahlgang gewinnen wird. Und ob da nun Le Pen jetzt ein bisschen da vorne liegt oder sowas, das sind Dinge, die man analysieren muss, woran sie liegen. Sicherlich liegt es auch daran, weil das Land wählt stark Le Pen. Die Provinz, wie man in Frankreich sagt. Das hat auch damit zu tun, dass in vielen kleinen Orten es keinen Metzger mehr gibt, es keinen Bäcker mehr gibt, keine Baguette und kein Bistro mehr gibt. Das heißt, das Leben stirbt. Und das ist in den letzten Jahren immer mehr geworden. Und jeder hat gesagt, niemand tut etwas. Und er sagt, jetzt wählen wir mal Le Pen. Also Emmanuel Macron ist einer der Sieger dieses ersten Wahlganges. Jetzt haben wir gerade gehört, in Paris scheint es doch etwas unruhig zu sein. Haben Sie damit gerechnet, dass jetzt irgendwie doch in der Gesellschaft oder unter den Franzosen? Also ich vermute, dass das die enttäuschten Wähler von Mélenchon sein werden. Da gibt es immer an den Rändern, sowohl bei den extrem Linken wie auch den extrem Rechten, da gibt es immer die sogenannten Casseurs, also die dann losschlagen. Es ist ganz lustig, die Linken feiern eigentlich immer an der Bastille, wo die Bastille, das alte Gefängnis, gestürmt worden. Die Rechten, die feiern immer an der Concorde, da wo die Guillotine stand. Wenn wir noch mal auf Emmanuel Macron schauen und jetzt davon ausgehen, wie viele hoffen von uns, dass er die zweite Stichwahl gewinnen wird gegen Marine Le Pen. Bislang hat er noch keine wirkliche Partei hinter sich. Wie regierungsfähig ist er denn überhaupt? Ja, das wird das große Problem sein. Er hat ja sehr spannend eigentlich vor einem Jahr diese Bewegung En Marche gegründet, die ihn jetzt wahrscheinlich in das Amt des Präsidenten tragen wird. Er wird diese Bewegung in eine Partei umwandeln müssen. Das wird er bis zur Parlamentswahl nicht schaffen. Man weiß, dass er eine Gruppe von Leuten hat, kompetenten Leuten, die schon seit Wochen dabei sind, zu sortieren, wer könnte für ihn kandidieren als. Da werden Leute von Beirut sein, also vom Liberalen. Da werden auch sicherlich ehemalige Leute aus der Sozialistischen Partei sein. Das wird eine große Mischung sein, auch von Leuten, die bisher noch nicht in der Politik waren. Die Frage ist aber, wie wird das sich bei den Wahlen, die am 11. Juni und am 18. Juli die Parlamentswahl, die dann stattfinden werden, wieder mit zwei Wahlgängen. Da wird es ganz spannend zu sein, wie sich die Wähler da verhalten werden. Also man kann es nicht vorhersagen, glaube ich, im Augenblick. Die Tendenz, die ich aus meinen Erfahrungen bei Präsidentschaftswahlen in Frankreich immer wieder gemacht habe, ist, man gibt dem Präsidenten im Parlament eine Mehrheit zum Regieren. Ob das jetzt wieder der Fall sein wird, werden wir sehen. Herr Wickert, ich bedanke mich ganz herzlich für diese Einschätzung. Danke, dass Sie hier bei uns im Studio waren.